Das dritte Feld ist für diesen Scheiß-Sucher. Ja, gut. Unsere heutige Aufgabe ist es, räume das Haus So. vom Rainer auf. Beschütze dich. Nachladen. Ich fühle mich irgendwie gerade unsicher. Kann ich nicht verstehen. Das dritte ist fertig. Das Nachladen. Axtmörder! Was macht denn der auf meinem Bildschirm? Ah! Nein! Töte ihn! Nein! Töte ihn! Nein! Töte ihn! Töte ihn! Der lebt ja noch! Heil dich! Heil dich! Ich bin voll. Sieg, heile dich! Junge! Ich hab's gemacht! Ich hab's geschafft! Der packt da unten rum! Oh! Isolierungsstörung registriert. Junge! Bitte vorsichtig. Achtung, noch einer! Ja! Ich war gerade im Inventar! Auf mich wird geschossen! Ah, die kommen aus allen Ecken! Da kommt noch einer! Alter! Ich bin gerade mit den Nerven am Ende. Oh. Ich will mal gerade was ausprobieren. Falsche Tasten. Mit welcher Taste lade ich denn nochmal jetzt meinen Stase nach? Ah, mit V. Das ist gut zu wissen. Also die Stase hat mir schon sehr geholfen bei dem Kampf, muss ich sagen. So. Okay, ich muss nochmal meine Waffe bearbeiten jetzt. Weil das ist 1000-mal besser als diese Elektrowaffe irgendwie. So. Safe. Leader. Waffe demontieren. Zack. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja noch keine eigenen hergestellten Waffen, aber irgendwie sind die Standardwaffen gut. So, ich mache jetzt mal den Bärenstandardrahmen. Ach so, der geht nicht damit. Okay. Kompakter Standardrahmen, schwerer. Elite-Rahmen, dafür fehlt aber Wolfram. Kennst du diese japanischen Titten-Mauspads? Ja. Ja, so eins brauche ich. Weil ich habe halt nicht so einen Handballen. Okay, zu wissen. Das ist einfach schlimm. Das schürft. Ach, das macht der Bot. Ach so. Jetzt verstehe ich. Alter, diese Waffenscheiße da macht mich kaputt im Kopf. Boah, jetzt könnte ich natürlich überlegen, ob ich meine neuen Upgrades nutze, aber das kostet halt Wolfram, ne? Nachladen. Nachladen. Feuerrate. Ich glaube, ich habe Wolfram eben verschwendet, oder? Ne, das habe ich glaube ich auf der anderen Waffe gesetzt gehabt. Dann habe ich es glaube ich nicht verschwendet. So.
Genau, das ist auf der. Dann habe ich Glück gehabt. Da, was haben wir hier? Nachladen, Schaden, Nachladen, Feuerrate, Feuerrate. Das ist eigentlich... Gucken. Der braucht... Eigentlich Nachladen. Es gibt schon geile Waffen, die man sich so selbst herstellen kann, ne? So, ja, ja. Nachladen. So, gut. I'm done. Ich denke mal, dass ich tatsächlich nämlich meine Ressourcen halt spare, dass ich mir irgendwann so eine richtig, richtig, richtig gute Waffe bauen kann. Hä, wie kann ich jetzt diesen Bot auswählen? Achso, so. Ja, der Bot ist merkwürdig. Ich habe jetzt den, den Hof vom Rainer aufgeräumt, aber irgendwie, was ist denn jetzt, was müssen wir jetzt machen? Du kannst ihn jetzt wieder platzieren, wenn du den zurückbekommen hast. Oh mein Heilige! Hab ich hier deinen Arsch gerettet, oder was? Oh. Da hab ich sofort reagiert. Ich glaube, da kommt von oben Gegner. Acht mal auf die Tür. Nicht, dass da was reinstürmt. Ich glaube, wir haben Schaden bekommen. Ich nicht. Komisch. Danke, Edwards. Was sind wir jetzt? Was ist das? Wo müssen wir lang? Da müssen wir durch. Und da können wir nicht durch. Okay. Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Was machst du da? Hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe mit diesem Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Alter, wir haben jetzt 1/4 des Spiels schon durch, ne? Und können halt immer noch. Haben immer noch Tutorials. Ja, gell? Schon komisch. Guck mal, hier ist ein Plan, der mir nichts bringt, weil ich keine Ahnung hab. Super. Ah, ich höre Gegner. Nicht. Was ist da drin? Was ist da drin? Money. Das ist gut. Kommt doch gleich was. Da oben würde ich aufpassen. Okay, du machst es schon. Ja, ich mach das schon. Scheiß drauf, das passt schon. Halt dir deinen Rücken frei. Nee. Waren wir hier nicht am Anfang oder sieht das einfach gleich aus? Sieht halt einfach immer gleich aus. Man merkt, die haben sich sehr viel Mühe bei Levelgestaltung gegeben. Oha. Alter, wer ist das denn? Der sieht stärker aus. Alter, was ist das? Scheiße! Einfach schießen! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Ach, wir sollen ihn nicht umbringen! So. Und jetzt? Weiß nicht. Weglaufen? Anscheinend. Ja gut, machen wir. Ich glaube, der folgt. Ja. Alter, wie sich das anhört, das Ding. Oh! Ja, das ist. Ich geh zuerst hoch. Alter. Los! Geh doch! Ich kann nicht! Du bist im Weg!
Also wir können ja eh keinen Schaden machen. Ich frag mich ja, ob man auf der Leiter unsterblich ist. Ich frag mich, ob der hier hoch kann. Ja, bestimmt. Ich guck. Nee. Der macht nichts mehr. Hier ist eine Bank. Und dann eine Dresdner. Der ist auf einmal hinter mir! Ah! Kann er durch die Tür? Nö, scheint aber nicht. Aber die Musik ist irgendwie trotzdem noch da. Ja, Oh, warte, ich geh mal kurz zur Waffenbank. Oh mein Gott, er kommt von vorne! Mach die Tür zu, lass die Tür zu. Okay, ich wollte nur gucken, ob der Bot sein Zeug gesammelt hat. Wir müssen durch die Tür durch. Ich glaube, ich setze mal an dieser Stelle den Bot. Der ist wieder zurückgekommen. So, ich habe mal an dieser Stelle den Sammlerbot gesetzt. So, ich muss meinen auch. Das ist ja egal, ne? Wenn wir davor weglaufen, der kommt ja immer zurück, glaube ich, ne? Das ist wie Edi. Ne, nicht Edi hier. Wie heißt nochmal dieser Typ aus Wall-E? Der heißt doch Wall-E. Wall-E. Okay, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, wir müssen Star. Du machst die Tür auf, ich mach Starse. Okay, los. Team, Wenn. Arbeit! Nein! Wir können nicht vorbei! Wir können nicht vorbei! Zurück, Rückzug! Okay, noch ein neuer Plan. Er kommt durch! Andi, vorbei, Andi! Ich kann nicht da! Ich bin tot! Okay, schnell! Ich bin durch! Renn! Shit! Auf da! Mach auf! Ich kann nicht! Jetzt! Geh weg! Ich kann mit der Pumpgun wegschießen! Lauf! Oh, hier ist Loot! Ah, geht da! Da oben ist die Loot! Da oben ist auch ein Stase, Stase-Auflader! Loot! Und weg! Hä, wo ist er denn überhaupt? Warum haben wir solche Angst? Hier ist er doch gar nicht! Ja, das ist natürlich gut! Der Stase-Auflader geht nicht. Ich höre ihn. Oh mein Gott. Lieg weg. Weiter. Die Tür ist verriegelt. Die Bahn kommt. Deswegen. Oh mein Gott, Hilfe. Oh, der will zu dir. Oh, das ist aber lieb von ihm. Oh. Oh, danke. Du hast mich gerettet. Hier ist eine Sackgasse. Oh, was ist nicht denn hier rum? Wir müssen warten, bis die Bahn kommt. Och, die hat wahrscheinlich wieder 45 Minuten Verspätung. Immer auf die Bahn warten. Nein. Achtung hinter dir! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Der Riese! Der Zug wird in Kürze einsteigen. Schieß ihn weg! Bitte haben Sie Geduld. Da kommen noch mehr. Ja, wir wissen, dass der Zug 45 Minuten Verspätung hat und gleich eintrifft, aber. Das Ding muss immer ein Stase sein, glaube ich. Oh mein Gott, es gibt zwei davon! Zwei! Ich muss nachladen und mich schielen. Wir haben zwei von diesen Dingern, der Esel. Scheiße. Weg mit dir. Ich hab seinen Arm. Der Zug ist da, der Intercity Express nach Erworben. Rein. Auch ich starte, ich starte. Oh, erstmal ein Sportpistol. Wie lade ich mein Stase wieder auf? Also bei mir mit V. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Bei mir Y. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist die Aufzeichnungen wurde eine Reihe mächtiger Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht ein Kapitel 6. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Nächster Halt. Kommandoturm. Wieso gehen denn jetzt die Fenster zu? Sicher. Hier ist Zeug. Wo? Hier hinten in der Ecke. Geil. Oh, was ist das denn? Sieht irgendwie wichtig aus. Ach nein! Och, nein! Du denkst daran, ne? Bevor du setzt, erstmal überlegen. Oh, ich muss ja drücken. Das ist ja easy. Hä? Du musst auch runter. Ah, ne, unten kann ich auch lang, lol.
Ich komme. Ah, schnell! Oh! So, ich gehe nach oben. Ich hab nicht so, jetzt überlegen. Ja, das ist klar, ne? Auch unten lang kann. So, warte. Geh. Okay. Kudos. Teamarbeit? Jawohl. Haben wir hier sonst noch was? Hier brauchen wir eine Chipkarte. Die haben wir wahrscheinlich nicht, genau. Ja. Hier ist eine Bank wieder. Bestimmt hat der Roboter sein Zeug eingesammelt. Echt? Irgendwie. Nee, okay, doch nicht. Sonst war es immer, als ich an die Bank gegangen bin, hat er sofort was gefunden. Ach nein, jetzt habe ich das Tutorial wieder gemacht. Was ist denn los mit dir? Konische Streuung. Ja, geil. Das hört sich interessant an. Konisch ist ja. Das ist. Öffnend. Kann man sagen. Ach, das ist wird von klein zu groß wird es. Das ist die Schrotflinte. Bei mir. Kann ich die jetzt irgendwo hier. Ich hatte das wohl vorher schon. Akte konische Steuerung. Auf das kann ich das nicht machen. Hier irgendwo. Ja, hab ich auf meinem oberen Tool auch konische Streuung. Ah, aber ich kann hier noch eine machen. Boah. Ich hab eine Doppelpumpgun jetzt. Ja, wie hast du das gemacht? Einfach ins obere und untere vermutlich, ne? Genau. Okay. Geil, Alter. Eigentlich könnte ich das mal ausprobieren. Das hört sich gar nicht so uninteressant an. Ich hab jetzt so ein bisschen pistolenmäßig was und Pumpgun. Alter. Achso, ich hab das bei mir nett. Gar nicht bei der Waffe. Achso, nee. Ah, man kann halt nicht alles auf alles setzen. Ich sehe gerade, meine Standardwaffe, die hat keine Spitze für die untere, also die hat keinen unteren rechten Slot. Achso. Das ist der Nachteil vermutlich dann an der Waffe. Diese Dings, diese Nadelwerfer, da Nagelwerfer kann halt diese konische Streuung. Ja, die habe ich ja. Das hatte ich ja vorher schon. Das ist ja das, wenn ich jetzt Leertaste. Hast du nicht Drehmodul dran unten? Nee, ich habe kein Drehmodul. Was ist, wenn du den zweiten Schuss machst? Was kommt da? Ja, da passiert gerade gar nichts. Dann hast du, glaube ich, ein Drehmodul unten dran, oder nicht? Was ist denn das? Ich weiß nicht, eigentlich heißt das. Warte mal. Für mich sieht es nach diesem Drehmodul aus. Unteres Tool ist Explosionsmodul. Okay, gut, das kenne ich nicht. Alles klar. Das kann irgendwie nur manchmal nicht schießen. Wo müssen wir hin? Wieder zurück, wir haben die Karte gefunden. Ja, hätten wir jetzt auch eigentlich über Google Maps runterladen können. Hätten wir jetzt nicht hier hingewusst. Irgendwie schon, aber Hauptsache Aufzug. Aufzug! Also, wirklich abwechslungsreich ist das Spiel nicht, ne? Aufzug fahren, die Bereiche sind dieselben. Schätze, du hast clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Optional Edwards finden. Ja, machen wir. Detail, warte. Dass das vielleicht Detail war. Mission dann Edwards finden. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach den Weg lang, der uns nicht gezeigt wird. Ja, machen wir eher immer. Wir gehen ja nicht nur straight den Hauptweg. Hier rechts geht's allerdings nicht durch. Oh, die Musik ist gerade ziemlich abfuck. Ah, was ist das? Ich weiß nicht mehr, welche Taste ich im Quicktime-Event drücken muss. Alter, mir wird halt einfach gerade angezeigt, welche Taste ich drücken muss. Alter. Okay, damit verdammte Wichskrüppel. Habe ich jetzt gerade nicht mitgerechnet. Auch nicht gedacht, dass hier schon was kommt. Beware, trespassers will be blown to bits. Hä, die kriegen den Blowjob, bis sie nur noch Stücke sind? Ja. Geil. Oh mein Gott, war das gerade das?
Ach, so ein Stase-Tank. Verpiss dich! Oh, ich weiß nicht, wie man das Ding bedient. Das ist dein Glück. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Fick dich. Du sollst eigentlich auf drauf schießen, als du es in der Hand hattest. Ach so. Oh, hier kann man noch öffnen. Da müssen wir hoch. Okay, da müssen wir die Leiter wahrscheinlich für die Nebenmission hoch. Ah, wer ist Edward? Cullen? Glaube nicht. Was ist das denn? Eine Bombe. Kann man die anmachen? Wo ist die Bombe? Kaputt geschossen. Warum? Ich weiß nicht. Die hat mir Angst gemacht. Hier ist noch eine. Links neben dir. Hä, wo? Da, hinter dir dreh ich um. Da. Geil. An der Wand. Die hat ja jetzt keinen Schaden verursacht. Ich weiß nicht, für was die gedacht war, vor allem. Stimmt irgendwie total nützlich im Kampf. Vielleicht kommen hier später Gegner. Oh, Sucherbot wartet an der Bank. Au! Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Ah! Und zünden. Lell, das hat ja jetzt welcher Sprengstoff? Den wir kaputt geschossen haben. Achtung, Kontamination. Oh! Ich weiß noch nicht, was wir machen müssen. Hier kommen Gegner. Ah, hinter mir! Wieso ist hier alles in Stase gerade und alles blau und... Bei mir nicht. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Ja, auf jeden Fall noch Gegner. Okay, ich drehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Ach, unten. Ja, schlecht. Achtung, hinter dir. Danke. Okay. Immer die Augen. Oh, da klettern in die Schächte. Die Schächte sind die geklettert. Pass auf, nicht das. Ja, ich bleib immer bei dir. Ich bleib immer bei dir, keine Sorge. Oh. Wir werden, wir werden uns nicht trennen. Da. Nachladen. Nana LP ist jetzt online. Oh! Hä, was ist los? Den hab ich, alles gut. Da ist noch einer. Oh, das sieht aus wie ein großes Medi-Ding. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Ja, bist voll. Du dir sicher, dass das richtig ist, was du da machst? Guck nur, ob ihr Zeug ist. So. Und war welches? Ja. Hier müsste noch Zeug liegen, genau. Ah. Oh nein, ich muss hacken. Okay, Shops. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Wer macht das nochmal? Wer ist denn unser Vorgesetzter? Ja, Dr. Ache. Sicher hast du es voll drauf, alles anzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht kriegen. Grüße einmal den Rudi aus Blinn, ja. Oh, hinter dir. Oh mein Gott. Blatt nach. Ja, hab ich. Okay. Puh. Sehr schön. Hier geht da mal was ab. No.